Hubert? Moin, dass du noch einen richtigen Schlafzimmerblick, süß. Einfaches Guten Morgen hätte auch gereicht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Lukas. Übertreiben bauen wir es auch nicht. Also, was haben wir? Antonia Weigert, eine tote Richterin vom Landesgericht Innsbruck. Das bescheidene Eigenheim gehört ihr und ihrem Mann. Einbruch? Na, schaut nicht danach aus. Also die Totenflecken sind voll ausgeprägt. Leichenstarre noch nicht ganz. Es ist relativ warm hier drin, also ich würde meinen, so Mitternacht rum. Das ist der Herr Weigert. Guten Tag, Frau Reuter, so gut geht's mir. Wann haben Sie denn Ihre Frau gefunden? Als ich nach Hause gekommen bin, kurz vor 8:30 Uhr morgens. Überall war Blut, da war alles voller Blut. Es tut uns sehr leid, Herr Weigert. Warum sind Sie denn eigentlich so früh oder jetzt, wie man will, spät nach Hause kommen? Ich bin in Frankfurt gewesen, geschäftlich. Heute früh habe ich den ersten Flieger nach Innsbruck genommen und bin dann nach Kitzbühel gefahren. Der Herr Weigert ist Versicherungsmanager. Hat es in letzter Zeit irgendwelche Drohungen gegen Ihre Frau gegeben oder hat sie Feinde? Ja, als Richterin hatte sie natürlich nicht nur Freunde, das ist ganz normal. Aber von konkreten Drohungen weiß ich nichts. Woran hat denn Ihre Frau zuletzt gearbeitet? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Beppo Carlotti, gesucht vor den italienischen Behörden im Zusammenhang mit gewerbsmäßigem Betrug und Steuerhinterziehung. Sagt Ihnen das nichts? Import, Export italienischer Weine und Öle. Ja, tut mir leid, wir haben über berufliche Dinge wenig geredet. Mein Liebster, ich muss dir wieder schreiben. Wenn ich einsam in meinem Bett liege, dann sehe ich dein Gesicht vor mir und stell mir vor, wie du mich in deinen starken Armen hältst. Wenn ich einschlafe, gilt mein letzter Gedanke dir. Und wenn ich aufwache, denke ich als erstes an dich. Und natürlich Timmy. Wir kriegen vom Landesgericht noch eine Aufstellung über die Prozesse, die die Weigert in den letzten 3 Jahren geführt hat. Mhm. Und ich habe mit der Tochter telefoniert. Die Weigert wollte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Lass mich raten, warum. Brauchst nicht. Er hat sie betrogen. Der Klassiker. Okay. Was geht? Der Weigert hat doch ein Alibi, oder? Ja, sagt er. Aber mit einem schnellen Auto hätte er locker von Bad Homburg nach Kitzbühel düsen können. Wieso Bad Homburg? Der war doch in Frankfurt. Ja, aber in Bad Homburg, da lebt seine Geliebte und das ist nur 20 Kilometer von Frankfurt entfernt. Was willst du damit sagen? Ja, dass es trotzdem gewesen hätte sein können. Von Frankfurt nach Kitz, geschwind seine Ehefrau umbringen, zurück nach Frankfurt und am nächsten Tag hätte er noch locker den Flieger nach Innsbruck erwischt. Nein, ich weiß nicht. Wieso? Das ist das perfekte Alibi. Warum hast du ihn jetzt so eingeschossen auf den Weigert?
Kaputte Ehe, junge Geliebte. Vor knapp einem Jahr hat er noch die Prämie von der Lebensversicherung seiner Frau erhöht. Ich meine, das ist doch Motiv genug. Gegenfrage, was ist jetzt mit der Calotti-Geschichte? Der sitzt im Gefängnis. Die Weigert hat ihm die Höchststrafe aufgebrummt. Worum ging's da? Der hat gepanschtes Olivenöl in großen Mengen unter die Leute gebracht. Das Öl war gekennzeichnet als extra vergine und feinste Bio-Qualität, aber nichts mit vergine und Bio. Zwei Drittel von dem Öl kommen aus Tunesien oder der Türkei. Verschnitten wird das Zeug in Bari. Ja, warum sitzt er dann hier ein? Ja, weil er es von Wörgl aus im großen Stil vertickt hat. Verstehe. Kümmert sich der Kreusel darum? Ja. Und der Beppo Carlotti hat übrigens einen Cousin in Wörgl, den Arturo Carlotti. Wo ist er denn, Ihr Chef? Ich weiß nicht, wo Herr Carlotti ist. Das ist die reinste Katastrophe. Sag Sie, hat er irgendwelche Verwandten da in Wörgl? Ich meine jetzt außer seinem Cousin. Nein, die leben alle in Apulien. Na, servus. Ich weiß schon, was Sie damit sagen wollen, aber so einer ist mein Chef nicht. Was ist er denn leicht für einer? Grüß Gott, die Weinlieferung. Grüß Gott. Wo darf ich's hinbringen? Da nach hinten, bitte. Gerne. Wann haben Sie Ihren Chef zuletzt gesehen? Gestern. Wir sind gemeinsam aus dem Büro. Heute früh ist er nicht mehr aufgetaucht und sein Handy hat er auch abgedreht. Dabei hätte er eine große Bestellung für den Herrn Kofler machen sollen. Kofler? Sie meinen aber nicht den von den Bochlaner Stuben? Ich kann dir jetzt auch nicht viel mehr sagen als am Tatort. Sie ist zwischen 12:30 und 12:30 ermordet worden. Der Täter muss direkt hinter dem Opfer gestanden sein. Er ist Rechtshänder, weil der Schnitt geht von links nach rechts und wurde mit einer sehr scharfen, großen Klinge ausgeführt. Ich vermute so eine Art Kampfmesser. Was hat die Spusi? Auch nicht viel. Einen halben Schuhabdruck, markantes Profil, Größe 44. Danke. Hoher Besuch. Danke. Also, dass sich einer von euch wieder mal bei mir anschauen lässt. Was denn das? Ja, der Lukas ist mir direkt abhanden gekommen. Da steckt bestimmt eine Frau dahinter. Mein Besuch ist ja eigentlich nur halb privat. Geht's um einen Mord? Sag, diesen Arturo Carlotti, den kennst du doch, oder? Wie kommst du auf den? Das ist ein Lieferant von mir. Sein Cousin sitzt im Häfen, weil er Olivenöl gepanscht haben soll. Und warum sucht ihr den Herrn Carlotti? Ich wollte ihm ein paar Fragen stellen. Vielleicht wollte er seinem Cousin ja ein bisschen helfen. Blut ist bekanntlich dicker als Wein. Sag, auf die Idee, dass der Arturo gefährdet sein könnte, kommst du nicht? Ah, du meinst, dass er sich deswegen vertschüsst hat? Vielleicht sind seine Angehörigen nicht gut, auf ihn zu sprechen. Familienbande. Sag, hast du gar keine Angst, dass er da vielleicht selber mal was angetraut hat? Gepanschtes Olivenöl dem Hannes? Jetzt beleidigst du meinen Gamengröße. Morgen. 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 Die fleißigen Kollegen aus Deutschland haben vorhin eine Mail geschickt. Okay. Die Freundin von Weigert, eine gewisse Daniela Vorrauer, hat sein Alibi bestätigt. Warum überrascht mich das jetzt nicht wirklich? Was ist mit dem Arturo Carlotti? Verdeckte Fahndung ist draußen. Vielleicht hat der Hannes ja recht. Na okay, nicht schon wieder. Was sagt er denn? Dass der Carlotti möglicherweise aus Angst untergetaucht ist. Angst? Vor was? Vor der Sacca Corona Unita. Der was? Na, so heißt die Mafia dort unten in Apulien. Vielleicht hat die ja die Richterin aus Rache umgebracht. Vendetta-mäßig, verstehst? Und der Carlotti weiß was drüber. Bleib dran. Ja. Was ist mit dem Lukas? Der wollte die Prozessakten von der Weigert durchgehen. Dann ist er plötzlich verschwunden. Republik Österreich gegen Luzi Dolzer. Verurteilt in 2 Mordfällen. Luzi Dolzer? Der Name sagt mir was. Warum interessierst du dich für sie? Die Weigert hat doch damals den Prozess gegen sie geführt. Und du hast das psychiatrische Gutachten gemacht. In 10 Minuten kommt mein erster Patient. Ja, es dauert eh nicht lang. Okay, was weißt alles? Sie ist rechtskräftig verurteilt worden, weil sie 2 Männer umgebracht hat. Beides waren ihre Lebenspartner. Sie hat die Männer erschossen und dann im Keller in Salzsäure aufgelöst. Und bei der Hausdurchsuchung hat die Polizei noch Überreste gefunden. Ja, ich kenne die Geschichte, grauenhaft. Du hast doch stundenlang mit ihr reden müssen, oder? Eine sehr interessante Person. Professionell gesehen. Zu welchem Schluss bist du gekommen? Sie war für die beiden Morde voll verantwortlich. Sie wusste jede Minute, was sie tat. Was hat sie für ein Motiv gehabt? Schwierig. Sie überhöht die Liebe zu einem Mann und
Fühlte sich dann von Ihnen enttäuscht? Aber deswegen bringt doch niemand um. Lucy eben schon. Beide Männer hatten Sie mit anderen Frauen betrogen. Sie war, ist wahrscheinlich noch psychisch hochgradig gestört. Aber was mit Ihrem Sohn hat ihr am meisten zu schaffen gemacht? Sie hat einen Sohn? Mhm. Was ist mit ihm? Die Dolz hat offensichtlich geglaubt, dass sie ihren 5-jährigen Sohn behalten kann. Okay. Die Richterin hat den Prozess aber aufgrund von Miras Gutachten anders entschieden. Der Bub ist zu Pflegeeltern gekommen. Und wie die Dolz das erfahren hat, ist sie komplett ausgeflippt. Ja, hat sie vielleicht gedacht, sie kann den Bub im Gefängnis großziehen. Schön. Besuch ist immer gut. Das bedeutet eine Abwechslung. Gut, Frau Dolzer. Haben Sie sicher auch nichts dagegen, wenn wir uns ein bisschen unterhalten? Ganz und gar nicht. Sie können sich sicher vorstellen, wie eintönig das Leben hier ist. Aber, naja, alle sorgen sich hier um mich. Das war leider nicht immer so. Der Frau Dr. Weigert geht's leider gar nicht mehr gut. Ah ja, das habe ich gehört. Das ist aber schnell gegangen. Naja, in Ihrem Beruf macht man sich halt nicht nur Freunde. Witzig. Ihr Mann hat fast das Gleiche gesagt. Das stimmt. Ich kann auch witzig sein. Also wir haben uns nicht abgesprochen, falls Sie das meinen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass die verheiratet ist. Wahr. Stimmt. Wahr. Meine Trauer hält sich in Grenzen. Sie haben sich in Ihrem Prozess ungerecht behandelt gefühlt. Ich bin auch krank. Darum sitze ich ja hier drinnen. Und nach dem Urteil haben Sie Dr. Weigert und die Gutachterin bedroht. Schauen Sie. Ich habe nicht einmal Freigang. Ich kann meinen Sohn da draußen nicht sehen. Wie hätte ich das machen sollen, Herr Inspektor? Ich bin eine ziemlich hilflose Frau, müssen Sie wissen. Hören Sie auf, sonst muss ich noch weinen. Wie ist denn das eigentlich mit Ihrem Sohn? Den vermissen Sie schon sehr, oder? Sie würden alles tun, um ihn bei sich zu haben. Diese Frau Dolzer bekommt regelmäßigen Besuch von einem gewissen Horst Schano. Die beiden haben auch einen regen Briefwechsel. Was ist denn das für ein Charakter, dieser Schano? Charakter? Ich meine, würden Sie sich eine Freundin suchen, die wegen zweifachen Mordes im Gefängnis sitzt? Man kann es ihm nicht verübeln. Diese Frau Dolzer ist eine sehr attraktive Frau, trotz der Jogginghose. Bitte. Für eine gemeinsame Zukunft schaut auf jeden Fall unter diesen Umständen nicht gerade rosig aus, ne? Ihr Freund, dieser Horst Schano, bemüht sich um ein Wiederaufnahmeverfahren. Gibt es da Grund zur Hoffnung? Wo die Liebe hinfällt. Also ich kann mich ja über die Frau Dolzer nicht beklagen. Sie führt sich vorbildlich. Wenn wir mit allen Frauen so wenig Probleme hätten. Scott! Servus. Ah, der Hannes. Ich habe schon gedacht, dass du früher oder später da auftauchst. Na, was ist? Habt ihr euch gut? Von deinem Arturo jedenfalls nicht. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Da. Was soll ich damit? Probieren. Olivenöl. Rein. So rein wie dem Arturo sein Gewissen, wenn der Vergleich erlaubt ist. Macht ein Freund für ihn, exklusiv. Na, und warum hat er sie dann abgesetzt, wenn er so ein reines Gewissen hat? Ich hab mit seinem Cousin im Gefängnis geredet, dem Beppo. Der ist gar nicht gut zu sprechen auf deinen Amico. Nach all dem, was er für ihn getan hat.
Das ist eine undankbare Grätze. Ach, du kennst den Cousin also doch? Weil das letzte Mal hast du... Pass auf, ich hab da gerade ein rotes Auto gesehen. Mit italienischen Kennzeichen. Sehr verdächtig. Moment einmal. Du hast sicher das Kennzeichen notiert, oder? Nein. Das ist, seit ich die Flaschen fallen lasse. Herr Schano? Herr Schano? Herr Schano? Sollen wir Sie lieber gleich aufs Kommissariat bestellen? Wo waren Sie denn gestern zwischen 23 und 1 Uhr? Warum wollen Sie das wissen? Das nennt man Alibi. Da haben Sie sicher schon davon gehört, oder? Und wofür sollt ihr uns brauchen? Denken Sie mal scharf nach. Ich habe mit einem Kumpel eine DVD-Sammlung bei einem Kunden aufgelöst. Ich handle mit gebrauchten DVDs. Aha. Und der Kumpel kann das auch sicher bestätigen, oder? Der Bernie, sicher. Was haben Sie für Schuhe, Chris? 44. Was machen Sie da? Ich schaue mir Ihre Schuhe an. Sind das alle? Na, da hinten ist ja noch der begehbare Schrank und da sind meine geheimen Gemächer. Was glauben Sie, was das ist, ein Palazzo? Und? Sie meinen also, das Urteil gegen Ihre Freundin war ungerecht? Das war die reinste Hexenjagd. Dass die beiden Männer Monster waren, hat doch keinen interessiert. Na, sie hat ihre Opfer ja auch nur nachher in Salzsäure aufgelöst. Also. Und die Medien haben sie verteufelt deswegen. Doch nur, weil sie eine Frau ist. Oh, Feminist. Das hätte ich Ihnen jetzt auf den ersten Blick gar nicht zugetraut. Sie glauben also, Ihre Freundin ist unschuldig? Sie hat in Notwehr gehandelt, gewissermaßen. Die Fakten sprechen aber für Vorsatz. Das war die reinste Verschwörung. Die Polizei hat mit Absicht geschlampt. Und das werde ich beweisen. Da habe ich alles drin. Genug Material für eine Wiederaufnahme. Haben Sie Jus studiert? Nein, Veterinär. Aber das war mir zu trocken. Wie ist das mit der Frau Dolzer? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Eine Beziehung zu einer Frau, die im Gefängnis sitzt. Das war Bestimmung, dass wir uns begegnet sind. Das habe ich von Anfang an gewusst. Wir sind Seelenverwandte. Wissen Sie, was das ist? Ich fürchte so ungefähr, ja. Geliebter Schatz, du fehlst mir so. Wenn ich nicht wüsste, dass du da draußen auf mich wartest, könnte ich es nicht länger hier drinnen aushalten. Die Kollegen aus dem schönen Bad Homburg schon wieder. Wegen dem Alibi vom Weigert. Der hat an dem Abend mit seiner Freundin in einem Restaurant gegessen. Der Lokalbesitzer, die Kellnerinnen und ein paar Gäste können das bezeugen. Mhm. Wann genau? Vom 8:30 bis 11. Na gut, dann fällt der Weigert wohl aus für den Mord. Was ist mit unserem Italiener, dem Calotti? Der Hannes meint, dass der in Gefahr ist. Er sieht schon wieder überall die Mafia. Aber diesmal könnte er vielleicht sogar recht haben. Okay, dann kümmer du dich drum und wir konzentrieren uns auf unsere zwei Seelenverwandten. Viel habe ich über den Schano eh noch nicht rausgefunden. Was ist mit seinem Alibi? Sein Freund, der Bernie Reiter, der hat das natürlich bestätigt. Sie haben eine DVD-Sammlung aufgelöst. Das waren über 2000 Stück. Glaubst du, dass der Schano auf den Druck ausgibt hat? Hat man nicht so den Eindruck gemacht. Glaubst du, manipuliert ihn die Luzi Dolzer? Das ist im Moment die einzige Spur, die wir haben. Glauben Sie, der Großwartner hat einen Verdacht? Ach, im Leben? Hat es doch mit einem Meister des Täuschens und Tarnens zu tun. Nein, das sagst du nur so. Ich werde nur ganz krank hier drin.
Frau Dolzer? Lucy, ich habe vorige Woche mit dem Anwalt gesprochen. Was? Wie soll der mir helfen? Das wolltest du doch. Du hast gesagt, dass die Polizei Beweise gegen dich gefälscht hat. Aber wie soll denn der das beweisen? Das dauert ewig. Bis dorthin bin ich alt und hässlich. Sag sowas nicht. Du wirst nie hässlich sein. Ach. Vertrau mir. Ist was? Warum? Ja? Warum hast du die Männer getötet? Warum fragst du mich das ständig? Hä? Okay, wir können gern drüber reden. Die haben mich benutzt. Deswegen. Wie einen Gegenstand. Der Viktor hat mich ans Bett gefesselt. Ich habe nicht einmal auf die Toilette gehen können. Der hat mich tagelang missbraucht. Hast du eine Ahnung, wie es mir gegangen ist? Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Entschuldige, Rosti. Frau Dolzer, bitte. Ich weiß, du bist nicht so. Rosti. Ich habe gestern Nacht wieder von uns träumt. Wir waren auf La Palma, wir haben ein kleines Haus gehabt. Ich habe unser eigenes Gemüse gezogen. Du hast mit Timmy gespielt, das war eine richtige kleine Familie. So schön. Ich glaube nur, dass dieser Traum manchmal, dass der nie in Erfüllung gehen wird. Er wird wahr werden. Ich verspreche es dir. Zu langen Tag. Ich habe das Gefühl, ich bin halt allein im Haus. Mira, bleib ruhig. Ich bin gleich bei dir. Ja? Lukas. Er ist sicher schon weg. Lukas.
Eine Kollegin wird heute Nacht bei Ihnen bleiben. Mhm. Ja. Wir kriegen ihn. Schano! Hoffmann! Was wollt ihr denn wirklich um die Zeit von mir? Da sparen wir uns die Einleitung. Sagen Sie uns lieber gleich, wo Sie die letzten zwei Stunden waren. Nur da? Ja, wieso dauert es dann so lange bis zur Tür kommen? Vielleicht, weil der Fernseher so laut war. Ja, dann wäre es ja nichts dagegen, wenn wir uns ein bisschen umschauen. Und ob ich was dagegen habe. Und warum? Ich geht's mir langsam aber sicher schon auf die Eier. Ohne Durchsuchungsbeschluss geht gar nichts. Tja, Gefahr im Verzug. Da könnte ja jeder kommen. Findet ihr mal einen Staatsanwalt, der auf den Wagenverdacht in einen Durchsuchungsbeschluss ausstellt? Respekt, Herr Schanus. Sie kennen sich ja ganz schön aus. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt von mir. Ich hab nur mit meinem Kumpel aber die Paintball gespielt und ein paar Bier getrunken. Das ist alles. Der Bernie kann euch das bestätigen. Rubic. Also, wie er den DVD-Verkauf bestätigt hat. Kommt wieder, wenn ihr so ein paar Bierl habt, dann könnt ihr gern bei mir in jeder Ecke herumschnüffeln. Sie stecken hinter dem Ganzen. Sie haben ihn dazu angestiftet. Sie liegen vollkommen falsch. Mein Ehrenwort. Er tut das für Sie! So viel Temperament hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Herr Inspektor. Sind Sie etwa verliebt in Frau Dr. Winterberg? Treiben Sie es nicht so weit, Frau Dolzer. Sie sind verliebt. Das ist doch schön. Wollen Sie nicht lieber zu ihr gehen? Wer weiß, was sonst noch alles passiert. Heute Nacht. Okay, danke. Ich mach das schon gerne. Okay, tschüss. Und ihr könnt wirklich nichts gegen jemanden unternehmen? Im Moment leider nicht. Wir können dem überhaupt nichts nachweisen. Wenn dieser Schano so stark auf sie fixiert ist, wie du sagst, dann ist er wie Wachs in ihren Händen. Ich bleib heute Nacht bei dir. Dir wird nichts passieren. Das verspreche ich. Die Spusi hat im Haus von der Winterberg nichts gefunden, was uns im Moment weiterhilft. Dafür in der Nähe von ihrem Haus. Hey, Moment! Das haben Sie keine Befugnis. Oder habt ihr jetzt einen Durchsuchungsbeschluss? Das leicht euch. Ja, ja. Nur nicht aufbudeln. Ist aber schuld, wenn Sie den Wagen da herumstehen lassen. Na? Wieder nix? Sag mal, was passiert ist. Das willst du gar nicht wissen. Doch. Nein. Sag mal sofort, was passiert ist, oder ich dreh durch! Sie haben mich geholt gestern. Wer hat dich geholt? Sie haben mich weggebracht. Was weggebracht? Wohin? Ich weiß es nicht. Sie haben mir die Augen verbunden. Ich glaube, in den Keller oder so. Es hat so gestunken. Was ist da passiert? Was haben Sie mit dir gemacht? Vorstellen, das war so eklig. Ich halte es da drin nicht mehr aus. Ich häng mich auf. Verstehst du? Ich häng mich auf. Ich möchte zu gern wissen, was sie zu ihm gesagt hat. Ja. Wir dürfen leider keine Tonaufnahmen machen. Mhm. Schutz der Privatsphäre. Danke dir, mein treuer Freund Hannes.
Ohne dich wäre ich schon tot. Übertreibend. Salute. 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 Questo vino è buonissimo, eh? Aber du kennst die Familie von meinem Cousin nicht. Also, und meine Mama ist mal so mit meinem Cousin und sein... Aber wir können das alles erklären. Ich habe den Arturo in ein privates Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Zeugenschutzprogramm? Spinnst du jetzt schon komplett? Der Meister im Tarnen und Täuschen. Sag einmal, ist dir eigentlich bewusst, wie viele Straftaten du damit begangen hast? Und ich stehe dazu. Du bringst es in Ordnung. So, und Sie nehmen jetzt mit. Kommen Sie. Aber das können Sie doch nicht machen, Kreuzleitner. Nein, bitte nicht. Also, Herr Carlotti, Sie sind ein wichtiger Zeuge, wenn nicht sogar Tatverdächtiger. Außerdem besteht Verdunklungsgefahr. Das glaubst doch nicht einmal, du. Was ist, wenn Sie wirklich einen Killer auf ihn angesetzt haben? Killer? Wer denn? Was ich, die Herren aus dem Roten Alpha. Der lange Arm der Mafia. Dein langer Arm der Mafia. Das waren Finanzler, Steuerfahnder. Die haben den Beppo Carlotti einen Besuch abgestattet und sich ein bisschen umgeschaut, ne? Haben sie dir erzählt? Aber hast du ihre Ausweise gesehen? Ja, komm, gib jetzt endlich eine Ruhe. Ich will doch den Herrn Carlotti nur befragen. Und wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Los, Frau Dolce. Ich habe so furchtbare Schmerzen. Das ist wie wenn ein Messer drinsteckt. Ich glaube, das ist der Blinddarm. Kastler, wir brauchen einen Arzt in Zelle 9. Lukas, ich müsste einmal mit dir reden. Dieser Carlotti. Was ist mit dem? Der ist beim Hannes im Keller. Wo ist der? Beim Hannes, im Keller. Aber der ist völlig harmlos. Der Carlotti hat einfach die Hosen gestrichen voll. Mit dem Mord an der Richterin hat er sicher nichts zu tun. Ja, das hoffe ich für den Hannes. Und für dich auch. Zweites Fahrzeug. Das Hände her! Mach es nicht los! Die Hände hoch! Sie soll mich losmachen! Ich habe keinen Plätze! Losbinden! Hopp, hopp! Mach es nicht los! Ja, ich mache es schon. Ganz gut. Geht es ein bisschen schneller! Na, was ist? Nein, du. Schneller! Du weiter! Hör schneller! Was pummelst du denn da so lange rum? Ja, ja. Okay. So, komm schnell! Steig ins Auto! Alter, ruhig, ja. Danke, wir sehen uns später.
Er ist weg. Ohne seine geliebte Luzi? Reuter? Ja? Okay, gut. Danke, wieder. Das war der Gefängnisdirektor. Kreuzi, gib eine Fahndung nach der Dolza und dem Schano raus. Das ganze Programm. Was ist passiert? Findet euch niemand. Da seid ihr in Sicherheit. Ich hab gewusst, dass du mich nicht enttäuscht. Du bist der Einzige. Die andere Sache erledigt habe. Ja, mach das. Beeil dich. Nicht, dass es ein bisschen übertrieben ist. Ich hab dich lieber in Sicherheit. Ich hab schon Verstärkung angefordert. Du, es dauert sicher nicht lange und dann haben wir den Wahnsinn. Okay. Ich muss noch meine Termine absagen. Ja, das kannst du während der Fahrt machen. Wo bringst du mich überhaupt hin? Zu mir. Du bist erstmal in Sicherheit. Es ist nur für ein paar Tage. Heute bleib ich bei dir und morgen. Ich weiß nicht, schau mal. Komm, beeil dich, ich warte unten, ja. Mira? Mira, alles okay? Den Kleinen auch! Das ist nicht wahr! Also hör auf zu weinen, bitte. Bitte beruhig dich. Schau, wenn die Mama in Italien ist mit dir, dann gehen wir dir ein Eis kaufen. Ein ganz ein großes, ja? Eins mit Schokolade, aber du musst aufhören zu weinen. Wo ist sie?
Auf keinen Fall schießen, sie hat das Kind dabei. Mapulza, geben Sie auf! Sie hat keine Chance! Was ist eigentlich mit dem Mann? Der ist beschäftigt. Gib's auf! Auf den kann ich jetzt nicht warten. Mapulza! Nina! Timi? Timi, komm! Komm her! Komm her! Alles gut! Geht's? Alles gut! Thank you.